Hallo, liebe Leute. Ja, das soll jetzt da ein Igel-Unterstand werden, wenn man mal so will. Also das habe ich halt jetzt einfach mal so grob gemacht. Ich habe dann jetzt noch Hackschnitzel. Also das werde ich heute nicht ganz fertig bringen, aber das ist halt jetzt mal so angedacht, dass er da in dem Eck sein darf. Da kommt natürlich dann Deckel drauf. Was ich eben jetzt auch noch leider erstmal trocken, oder ich muss zu Hause nochmal schauen, ob ich es da habe. Ich möchte halt auf jeden Fall jede Menge stark ätherische Öle halt, beinhaltende Pflanzen damit reinpacken. Eben Salbei, Pfefferminz habe ich da, weil ja das eben bei den Staren so ist, dass die das ja durchaus manche selber machen, dass sie sich solche Blätter sammeln und eben in ihrer Brut, in ihren Nistkasten mit einbauen. Und da hat man halt festgestellt, dass dann sehr wenig Milben und Flöhe und so Zeug dann an den Jungen dran sind. Und die Igel sind ja auch so Tiere, die immer sehr viele Parasiten haben. Und deswegen kommt dann da noch jede Menge so Salbei und sowas mit rein. Aber jetzt habe ich das schon mal. Gut, wir machen dann, glaube ich, da immer wieder mal weiter. Das ist da jetzt ein bisschen blöd. Da kommen wir zu zweit nicht hin zum Filmen und Arbeiten. Dann geht es gleich wieder weiter. Also das sind jetzt Hackschnitzel, da könnte man natürlich auch was anderes nehmen, aber das habe ich mir mal so jetzt als grundsätzliches Dämmmaterial gedacht, das schiebe ich dann halt da jetzt überall in die Ecken rein. Weil ich meine, klar, die Igel fahren ja im Winter ihren Stoffwechsel runter, also die senken die Temperatur. Das ist ja mal so, dass sie dann eben den langen in Winterschlaf gehen. Also da ist ja dann der Herzschlag und die Körpertemperatur entsprechend niedrig oder verlangsamt. Aber ich denke mir halt, kann ja nicht schaden, wenn es ihnen gar nicht mal so kalt wird. Dann haben sie ja, weil sie ja trotzdem auch mit dem verlangsamten Stoffwechsel natürlich einen gewissen Verlust an Energie haben. Und wenn es halt nicht ganz so kalt wird, also jetzt ist halt mal das das Hackschnitzel da unten drin, kann natürlich Rindenmulch oder sowas auch sein. Dann will ich eben jetzt noch, das zeige ich euch natürlich mal, diese Kräuter eben sammeln. Die muss ich dann noch trocknen. Dann wollte ich da noch Stroh holen und das noch alles reinpacken und dann kommt dann natürlich das Dach drauf. Aber jetzt haben wir mal das soweit. Dann gehen wir mal in den Garten hinter, dann seht ihr mal, was ich da jetzt noch alles ernten werde.